Jo Leute, willkommen zu diesem Video. Heute mal ein anderes Video von einer anderen Perspektive aus. Heute geht's mal um die... Are you serious? Heute geht's mal um die 360er. Die nehme ich halt mit, was die Vorteile haben, was die Nachteile haben und warum ich mit der keine Vlogs mag. Also das ist der einzigste, aber einfach nur als Erklärung, warum ich die meiste Zeit mit der GoPro filme. Aber jetzt erst einmal das Intro. Ja, Leute, fangen wir gleich mal hoch mit ein paar Vorteile, dann nehmen wir die Nachteile und dann erzähle ich euch, warum ich die nicht als Hauptkamera hernehme. Also ein Vorteil sehe ich da drin, super geile Videoqualität, geht von 3K 100 FPS hoch bis 5K 25 FPS, glaube ich. Ich weiß jetzt absolut nicht, ob mir hört wegen dem Wind. Auf alle Fälle Qualität top. Was nur ein Vorteil ist, du musst die Kamera einfach irgendwie platzieren. Du musst jetzt mehr auf den Winkel drauf achten, weil die Kamera nimmt eh alles auf. Genau, weil die Kamera nimmt eh alles auf. Von dem her kurz das Platzieren, wie du das magst, ist dann relativ egal. Was ich nur einen Vorteil finde, die Kamera ist relativ klar, also nicht größer wie die GoPro. Passt in jeder Hosentasche, kann man überall mit hinnehmen. Es gibt einen Haufen Zubehör. Es gibt einen Selfie-Stick, der sie ausradiert von Insta360 selber. Das heißt, wenn man jetzt einen anderen Selfie-Stick hernimmt, dann sieht man den in der Kamera, aber den hauseigenen, nenne ich es einmal, der radiert sich selber aus, der wird unsichtbar. Das finde ich schon super, dass der nicht im Bild zum Sehen ist. Gefällt mir schon recht gut. Es gibt Schutzlinsen für die Kamera, die habe ich aber nicht drauf, weil ich nämlich mal gehört gehabt habe, dass angeblich irgendwelche Reflexionen auftreten können, aber ausprobiert habe ich es noch nicht, was vielleicht sinnvoll wäre. Da komme ich aber später nochmal drauf. Alter, vor lauter Laberei komme ich gar nicht hinterher. Hey. Ja, dann beim nächsten Mal dann. Genau, im Grunde genommen, die Vorteile kurz zusammengefasst. Geile Qualität, gibt einen Haufen Zubehör. Man hat so viele Möglichkeiten, dass man mit der Kamera irgendwas probieren kann, filmen kann. Da gibt es auf YouTube andere Videos, die was da nur viel mehr ins Detail gehen. Aber so bin ich recht zufrieden damit. Kommen wir mal zu den Nachteilen. Ein Nachteil, wie vorher schon angesprochen gehabt, der Linsenschutz, dass sie der rentiert, wenn man den aufverdurrt. Weil wenn nämlich die Kamera runterfällt und Ohrlinsen kaputt ist oder zerkratzt ist, dann muss man sich eine neue Kamera holen oder muss anfangen, dass man die erstattet bekommt, wenn man Garantie drauf hat. Weil die Linsen kann man nicht wechseln. Ein weiterer Nachteil ist vielleicht der Preis. Ich sage mal, ich habe Zahl gehabt mit dem Motorradkit. Habe ich es mal, glaube ich, gekauft. Da, wo die Halterung dabei ist, auf der die Kamera jetzt ist. Der Linsenschutz war mit dabei und nur ein paar Kleinigkeiten. Der Selfie-Stick war auch mit dabei. Aber ich habe mal einen zweiten Akku, habe ich mal mit dazu bestellt und ein Akkuladegerät. Dass ich da einfach mit die, ja, mit der Power überall hinkomme, mit der Batterie. Das hat wieder extra Kost. Aber wie gesagt, der Vorteil, es gibt einen Haufen Zubehör, Mikrofonadapter, sämtliche Halterungen. Also da wird jeder fündig. Genau, der nächste Nachteil und der Hauptgrund, warum ich die Kamera nicht hernehme, ist einfach, ja, der Workflow. Ich sage mal, bei der... Sogar mal bei der Videobearbeitung, wenn ich mit der GoPro filme, dann habe ich quasi ein Video, was ich mir dann zusammenschneiden kann, wie ich lustig bin. Ich sage mal, bei der Videobearbeitung, Verarbeitung in der Postproduktion, da ist es schon ein bisschen komplizierter, weil ich persönlich, ich bin jetzt im Video- und Schnittprogramm und allem drum und dran, bin jetzt auf GoPro gegangen, weil mit der 360er, ja, da musste wieder ein extra Programm kaufen, was die 360-Grad-Videos auch nimmt, wo es das auch mit dem Winkel bearbeiten kannst. Ich kann jetzt nach rechts schauen, ich kann jetzt nach links schauen, da gibt es eine App. Da gibt es von Insta360 extra die App dafür, wo es das bearbeiten kannst, aber nur in der Länge.
quasi so einzelne Schnips auszuschneiden, das geht nicht. Und wenn ich das so cutten will, wie ich das will, muss ich erst das Video komplett speichern, exportieren, dann im anderen Schnittprogramm wieder einfügen. Und der größte Vor- kann auch der größte Nachteil sein, weil wenn ich die Kamera jetzt, wenn ich den Blickwinkel von der Kamera jetzt nicht einstelle, dann schaut die quasi nur in eine Richtung. Quasi egal, ob ich jetzt Kurven fahre, wenn die Kamera jetzt auf mich schaut, dann sieht sie mich zwar, aber in der nächsten Kurve bin ich wieder außer Bild, weil die Kamera ihre Richtung nicht ändert und das muss man mit der Hand dann auch machen. Es gibt zwar so einen Motion Tracker oder so ein Tracking Tool, sag ich mal. Auf gut Deutsch gesagt Bewegungsverfolgung, nennen wir es so. Dass die Kamera dich im Blickwinkel verfolgt, dass du quasi den Winkel nicht selber einstellen musst. Aber ich muss ehrlich sagen, könnte ich mal probieren. Ich habe bisher noch nie hergenommen, weil ja ein bisschen was von der Landschaft zeigen möchte. Aber im Großen und Ganzen, ich muss das 360-Grad-Video muss ich zweimal schneiden. Quasi einmal durch die hauseigene Firmensoftware, Firmenschnittprogramm von Insta360, dass ich mal den Blickwinkel alles einstellen kann, wie ich haben möchte. Aber dann, wenn ich in der Mitte ausschneiden möchte, muss ich das wieder ins andere Schnittprogramm, wo ich die GoPro-Aufnahmen schneide, dann wieder einfügen und da alles fertig schneiden. Und das ist einfach, ja, doppelte Arbeit, einfach gesagt. Was aber auch cool ist, zum Beispiel Rolling Shots. Wenn du mal schaust, am Max sieht man jetzt, der ist jetzt egal, ob ich jetzt in die Kamera reinschaue oder nicht. Kann ich auf RMA filmen, da brauche ich die GoPro nicht. Das ist auch wieder ein kleiner Vorteil, aber ja, wie gesagt, den Winkel muss ich mir heute dann alles selber herschneiden. Ah ja, Max ist auch dabei. Für das extra Schnittprogramm, was die 360-Grad-Videos verarbeiten kann oder mit dem man arbeiten kann, das kostet dann auch wieder extra. Und für die GoPro habe ich mein Schnittprogramm schon, also warum sollte ich als Wort extra dazu kaufen für 360-Grad-Videos? Dann nehme ich mal die Kamera lieber für Instagram her, für Reels, für ja, das Social Media Quick Dirty Ding. Quasi einfach schnell und dreckig Insta raushauen oder einfach am Handy die Social Media Seiten. Dafür, Morni, werde ich die Kamera öfters hier nehmen. Ich habe es jetzt viel zu selten hergenommen, obwohl es eigentlich richtig geil ist. Aber es gibt auch YouTuber, in Amerika habe ich mal einen gesehen gehabt, der ausschließlich mit der 360er Motovlogs macht. Die 360er kann nämlich nicht nur 360 Grad, sondern auch nur Weitwinkel filmen. Ich weiß gar nicht, 120, 130, 140 Grad. Den Winkel habe ich jetzt gerade im Kopf. Das geht mit der auch. Aber wie gesagt, der Hauptgrund ist einfach, Mikrofonadapter müsst ihr immer kaufen, das Schnittprogramm müsst ihr immer kaufen, was auch wieder extra kostet. Und dann mit dem Mikrofonadapter kommt es auch wieder drauf vor. Ich weiß nicht, ob das mit Kabel ist oder ob das kabellos ist. Wenn das mit Kabel ist, dann müsst ihr immer den quasi über den Lenker irgendwie in meinen Helm eine verlegen. Und ja, müsste die schauen, wenn ich es vorhätte, habe ich aber nicht vor. Trotzdem eine geile Kamera, wie man Maxel auch sagt. Aber so fürs Motovloggen, ja, kann man machen, wenn man von Anfang an gleich oder wenn man das Geld hat, auf die 360er mit umsteigt oder sich gleich das Zeug holt. Aber für mich so, nee, das ist mal, da ist mal das Geld nicht wert. Erstens vom Geld her, vom Workflow her, muss ich ehrlich sagen, da bin ich mit der GoPro schon mehr als zufrieden. Und deswegen nehme ich die Kamera nicht für Motovlogs her. Aber so, echt eine geile Kamera. Und wenn ihr mich jetzt fragt, ob sich so eine Kamera lohnt, generell oder fürs Motovlog, kann ich euch sagen, ja, sie lohnt sich fürs Motovloggen, weil nur Weitwinkel kann die nämlich auch. Das muss nicht unbedingt 360 Grad sein. Genau, Motovloggen, ja, empfehle ich, wenn man entweder von vornherein, wenn man auf das 360 Grad Setting einsteigt, wenn man sich gleich das Schnittprogramm kauft, wenn man sich gleich den Mikrofonadapter dazu kauft. Ich habe mir das jetzt alles passend für die GoPro gekauft. Dann kann man, glaube ich, mit der auch recht gut arbeiten, was auch relativ zügig geht. Oh, rutschig. Für wem ich die Kamera auch noch empfehlen kann, das ist für Leute, die jetzt keine Vlogs machen, sondern einfach so Action-Videos machen, wie es mit dem Radl irgendwie Downhill fahren oder Gleitschirm fliegen, was weiß ich, Outdoor-Aktivitäten. Wenn man da jetzt nicht irgendwas kommentieren muss oder einlabern mag, dann ist das echt eine klasse Spielerei von meiner Sicht her und auch nur empfehlenswert. Aber wie gesagt, ich habe jetzt für die GoPro MediaMod kauft, Mikrofon kauft. Mein Motovlog-Setup kommt auch noch irgendwann mal auf diesen Kanal. Steht schon auf der Liste.
abonnieren, um keine Videos mehr zu verpassen. Glocke aktivieren, nicht vergessen. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Genau, Leute, wenn euch die Insta360 interessiert, das ist jetzt kein Werbevideo oder so gewesen, ihr könnt kein Geld dafür. Ihr wollt einfach nur verzeihen, warum ich die 360er nicht fürs Motovlogging hernehme, sondern die GoPro. Zusammengefasst, geile Kamera, aber Arbeitsaufwand ist halt schon ein größerer, wenn man nicht das passende Setup dafür hat. Ja, Leute, wenn ihr irgendwas vergessen habt, schreibt es euch in die Kommentare. Was ich nur vergessen habe, die Speicherkarte ist kompatibel. Ist einfach ein Micro-SD drin, kostet einfach ein größeres Reinklatschen und dann kostet ein länger Film. Aber wie gesagt, ja, Akku gefühlt vielleicht ein bisschen wenig, aber ich kann mich auch täuschen. Grüß dich! Aber es gibt auch noch andere Videos und andere Kanäle, die was die 360er viel besser beschreiben oder testen. Schaut es auch gerne mal auf YouTube ein bisschen durch. Da gibt es andere YouTuber, die das viel, viel besser machen. Und ja, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Klons Video über die 360er. Meine Meinung dazu. Mit dieser schönen Aussicht verabschiede ich mich. Und wir sehen uns beim nächsten Video.